Dieser Tage ist der Blick auf die Anzeigetafel im Bahnhof auch für viele Menschen in der Region eher frustrierend. Ein Großteil der Züge im Nah- und Fernverkehr fährt nicht und die wenigen verbliebenen Verbindungen passen nicht bei jedem Pendler und Bahnreisenden ins Konzept. Wer pünktlich bei der Arbeit oder an der Uni sein will, muss im Zweifelsfall nach Alternativen suchen. Verständnis für den Marathonstreik haben deshalb nicht alle. Ich denke, dass es mittlerweile echt über die Stränge schlägt und dass auf beiden Seiten, also auf der Gewerkschaftsseite und auf der Bahnseite, der Fisch vom Kopf her stinkt, sage ich mal. Also dass wirklich da um Macht gespielt wird und es nicht mehr um die Personen an sich geht. Ich finde es nicht gut. Ist nicht gut. Die Leidtragenden sind ja vor allen Dingen auch die Kunden, die Bahnkunden. Ich finde es auch heftig, dass eben sehr viele Züge ausfallen. Also nicht nur so einzelne, sondern... Ja, also dass es oft richtig schwierig ist, überhaupt einen Zug zu finden, um zur Arbeit zu kommen. Oder so. Beschissen, weil ich muss zur Arbeit und dann ist es natürlich blöd, komme jedes Mal zu spät. Ich kann einerseits die Lokführer verstehen, aber ich finde es halt jetzt auch blöd, wenn man mit dem Zug fährt, dass man dann halt immer wieder nicht weiß, wie es weitergeht. Das ärgert mich schon sehr und ich finde, sie sollten sich wieder an den Tisch setzen und reden. Naja. Auf der einen Seite kann man es verstehen, aber was halt schade ist, ist, dass es jährlich werden die Preise erhöht von der Bahn und man begründet das mit Personalkosten, gestiegenen Kosten und es kommt aber unten nichts an. Und einerseits finde ich es gut, dass gestreikt wird, ich finde es auch okay, dass man das darf. Andererseits nervt es mich auch ein bisschen, weil ich studiere in Ludwigsburg und ich muss dann halt Mitfahrgelegenheiten suchen und das kostet wieder Geld. Und voll richtig, da stehe ich voll dahinter. Weil es kann nicht sein, dass man einerseits predigt, dass die Politik, dass die Gewerkschaften frei sind und andererseits versucht man sie auszubremsen. Das finde ich nicht gut. Mein Gott, und jeder muss irgendwo sein Päckle tragen und seinen Beitrag dazu leisten. Weil andererseits, wenn es dem einen dann an den Geldbeutel geht, der wo jetzt schreit, oh, scheiß Bahn und so, oder scheiß GDL, wenn es dem aber dann an den Geldbeutel geht, dann ist er genauso wie dann seine Grundrechte geht, dann ist er nämlich genauso wie die. Die Tage, die sind sehr störend, glaube ich, für die, die unterwegs sind oder die fortfahren wollen. Aber ich habe mich darauf eingestellt, dass ich in diesem Wochenende nicht unterwegs bin. Auf den Ausflug am Wochenende verzichten und lieber zu Hause bleiben, für viele vielleicht nicht die beste, aber die stressfreiste Alternative.